So, guten Morgen, da bin ich wieder. Es ist jetzt 5.20 Uhr, ich bin wieder etwas verpennt. Deswegen ignoriert einfach dieses kleine Rauen in meiner Stimme. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Zumindest sollen wir jetzt zum Strand heruntermarschieren und die Flaschenpost abschicken. Und das machen wir jetzt auch. Valkyria, warte! Hä? Huh? Oh, mit ihm habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Valkyron, wie nett, dass wir uns treffen. Was machst du gerade? Gar nichts. Ich habe frei und wollte deshalb an die frische Luft. Frei? Wie das? Gerade wird ein großer Auftrag vorbereitet. Wegen der Kindesentführung? Ganz genau. Wie kommst du, dass du darüber Bescheid weißt? Ich habe Miiko gebeten, dabei helfen zu dürfen. Im Ernst? Sie meinte, ich sei noch nicht stark genug für sowas. Ich glaube, sie vertraut mir nicht genug, um mir so viel Verantwortung zu übertragen. Sie hat mir einen anderen Auftrag gegeben. Tja, dann würde ich sagen, erzählen wir ihm doch mal von unserem jetzigen Auftrag. Also, sie hat mir einen anderen Auftrag gegeben. Ah. Na, vielleicht bist du ja damit noch rechtzeitig fertig, um auch an dem anderen Auftrag teilzunehmen. Das hoffe ich. Ich würde liebend gern helfen. Es ist wirklich schön zu beobachten, wie enthusiastisch du bist. Danke. Übrigens, Valkyron, danke, dass du mich vor dem Ertrinken gerettet hast. Wow, ehrlich? So beiläufig? Keine Ursache. Es tut mir leid, dass ich euch allen so viel Sorge bereitet habe. Gelegentlich müssen wir uns um die sorgen, die uns wichtig sind. Oh mein Gott. Soll das heißen, dass ich ihm wichtig bin? Was ist das denn nun für ein Auftrag, den du erhalten hast? Ich muss zum Strand gehen, um diese Flaschenpost abzuschicken. Dann begleite ich dich. Was? Nein, fühl dich nicht verpflichtet. Du hast bestimmt schon genug zu tun. Ich hab dir doch gesagt, gerade habe ich frei. Na gut, wenn du möchtest. Oh mein Gott, das ist ja süß. Wir hatten bereits einen guten Teil des Weges zurückgelegt, als ich begann, über das soeben Geschehene nachzugrübeln. Ich bat Miiko, bei der Auflösung der Kindesentführung eingesetzt zu werden. Sie übertrug mir eine ganz andere Aufgabe und schließlich bot er an, mich zu begleiten. Ich konnte einfach nicht umhin, von dieser Entwicklung der Dinge frustriert zu sein. So wichtig diese Mission auch sein mochte, sie erfüllte nicht meine Erwartungen. Viel lieber hätte ich etwas Anspruchsvolleres, Komplexeres erledigt. Es war ziemlich egoistisch von mir, so zu denken, zumal ich noch nicht lange in Eldaria war, doch ich sehnte mich nach einer wichtigeren Mission, von größerer Tragweite. Irgendetwas nicht in Ordnung, Valkyria? Nein, ist schon gut. Mach dir keine Gedanken. Ärgerst du dich immer noch über deine Mission? Möchtest du das Thema wechseln, um auf andere Gedanken zu kommen? Ja, gern. Ich will nicht undankbar erscheinen. Das hängt ganz davon ab, weswegen du grübelst. Ich würde gern noch mehr helfen. Das wirst du schon noch. Hast du lange gebraucht, um dich zu beweisen? Ein Weilchen schon. Ach ja, warum denn? Das hatte verschiedene Gründe. Sie kannten mich nicht, weder meinen Charakter noch meine Herkunft. Von daher verstehe ich, dass sie mir misstrauten. Ja, aber du bist so stark. Schon allein deswegen müssen sie dir abgefahrene Aufträge gegeben haben. Absolut nicht. Sie waren auch ziemlich bedeutungslos. Das überrascht mich. Das ist doch dumm. Das ist schade. Also ich schwanke jetzt zwischen Antwort 1 und 3. Ja, komm, schmieren wir noch ein bisschen Honig auf den Bauch. Mich nicht. Wie schon gesagt, sie hatten noch kein Vertrauen in mich. Aber wenn ich dich ansehe, fühle ich mich vollkommen sicher. Danke. Oh mein Gott. Sie geht ja schon ganz schön ran, ne? Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie ergreift auf jeden Fall eher die Initiative als zum Beispiel unsere Secret in Sweet Amoris. Oh, wie heiß es ist. Ich bedauerte jetzt schon, das gesamte Outfit angezogen zu haben, das ich von Miiko geschenkt bekommen hatte.
Finde ich nicht. Aber unter diesem Pelz musst du doch schwitzen. Ich jedenfalls schon. Naja gut, er ist ja nackig genug hier unten und so. Ich hab's gern warm. Du magst Hitze? Mir ist Kälte lieber. Ich auch, aber in Maßen. Oh Gott, ich will gerade einfach drauf anspielen. Also mein Lieber, du magst Hitze? Ich auch. Sehr. Oh, schön. Der Winter muss ja schlimm für dich sein. Keineswegs. Okay. Oh Leute, ehrlich, wenn ich mir dieses Bild so angucke, habe ich sowas von Lust auf Urlaub. Ich will so gern wieder nach Australien an den Strand. Als wir am Strand ankamen, fiel mir auf, wie ruhig der Wellengang heute war. Das Wasser glitzerte vollkommen still in der Mittagssonne. Es war keine Bewegung auszumachen. Fast als sei das Meer heute extra friedlich, um sich für mein beinahe Ertrinken zu entschuldigen. Ich näherte mich entschlossenen Schrittes dem Ufer, bis die erste Welle gegen meine Fußspitzen stieß. Doch das feste Leder meiner Stiefel verhinderte, dass auch nur ein einziger Tropfen an meine Haut drang. Unwillkürlich wich ich zurück. Eine unerklärliche Kälte ergriff von meiner Kehle Besitz und ich erstarrte angesichts der unendlichen Weite des sich vor mir ausbreitenden Blaus. Valkyria? Na komm. Ich spürte, wie mich Valkyrons Hände zurückhielten und meinen Körper vom Wasser wegzogen. Dann ließ er die Flasche zu Wasser und sagte dabei Miikos Formel auf. Aber das wollte ich doch machen. Du solltest dich diesen Dingen nicht stellen, solange du nicht bereit dafür bist. Welchen Dingen denn? Deiner Furcht vor dem Wasser. Aber ich fürchte mich nicht. Ach, Valkyria. Er legte eine Hand an meine Wange und zwang mich, ihn anzusehen. Oh mein Gott. Vor nichts Angst zu haben, ist ein Vorteil. Aber noch mutiger sind diejenigen, die sich ihre Schwächen eingestehen können. Ich werde dich dafür nicht verurteilen. Oh, Valkyron. Na komm, lass uns zum Hauptquartier zurückgehen. Mein Gott. Er ist ja irgendwie echt total süß jetzt. Wow, woran erinnert mich das hier? War das nicht auf Sizilien, wo jetzt neulich dieses Tor umgestürzt ist? Diese Touristenattraktion? Wie hieß die denn noch? Nee, warte mal. War das echt Sizilien? Ich meine... Nee, das müsste Malta gewesen sein. Ja, dieses Felsentor. Wie hieß das? Irgendwas mit Window. Ist ja auch egal. Zumindest ist das durch Stürme umgekippt und das hier steht wenigstens noch. Schön. Ich krieg gerade richtig Fernweh. Das ist ganz, ganz gruselig. Das hat Miiko ganz toll hingekriegt. So. Das war richtig schön, den Auftrag mit ihm auszuführen. Wir hatten das Hauptquartier gerade betreten, als mir plötzlich speiübel wurde. Er fasste meine Schulter und sah mich ernst an. Wie fühlst du dich? Gut, keine Sorge. Ich werde zu Ika gehen, um einen Missionsbericht abzuliefern. Und dann kehre ich in mein Zimmer zurück. Sollen wir darüber reden? Ich wusste nicht, ob das die Dinge besser oder schlechter machen würde. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da gerade mit mir los war. Das ist eine posttraumatische Reaktion. Keineswegs ungewöhnlich. Ja, aber dennoch. Lass dich davon nicht runterziehen. Weißt du... Bumm! Jemand stieß mich zu Boden. Valkyria? Oh, das tut mir aber leid. Valkyron setzte eine kritische Miene auf. Ah, okay, Alaea. Du bist wach? Das wusste ich ja gar nicht. Keiner hat's mir gesagt. Ja, schon eine Weile. Vermutlich haben sie es einfach vergessen. Oder sie hatten nicht die Zeit, dich zu informieren. Oh, ich bin wirklich froh, dich zu sehen. Ohne dich ist es hier echt mega langweilig. Okay, verstehe. Also es tut mir wirklich leid, Alaea, aber... Wir unterhalten uns. Ah,
Oh, verstehe. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Danke. Sie verschwand, ohne noch ein Wort zu verlieren. Was hattest du gesagt? Wäre es okay für dich, wenn ich mich zuerst um den Missionsbericht kümmere? Aber nein. Wir können uns danach in der Kantine wieder treffen. Ich muss noch ein paar Giftkäfer für Floppy besorgen. Ist notiert. Bis gleich. Ich fragte mich, warum er plötzlich so aufmerksam war. Naja. Also, man bemerkt ja oft, was man an einer Person hat, wenn man kurz davor ist, sie zu verlieren oder sie bereits verloren hat. Also vielleicht, ganz vielleicht, hat dieser Vorfall tatsächlich dazu geführt, dass er gemerkt hat, was wir ihm vielleicht bedeuten, obwohl wir ja erst seit 8 Episoden hier in Eldaria leben. Also wirklich viel Zeit ist ja nicht vergangen. Das ist echt interessant, aber okay. Hier ist wirklich niemand. Offenbar wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diesen Bericht ganz allein zu verfassen. Aber wo sind die entsprechenden Unterlagen? Hä? Was? Die Unterlagen sind sicher zwischen den Pergamentrollen im Regal. Ich sollte wohl mal in diesem Köcher nachsehen. Ich werde die Bücher in der Bibliothek links von mir untersuchen. Ich will mal im Köcher nachgucken. Oh, da sind ja Texte in meiner Sprache. Das ist das Missionsformular, super. Na, fühlst du dich ganz wie zu Hause? Oh, Kiro, du bist's. Es ist nicht sehr höflich, in anderer Leute Sachen zu kramen. Tut mir leid, ich war auf der Suche nach den Formularen für meinen Missionsbericht. Konntest du nicht warten, bis ich wiederkomme? Ich wusste ja nicht, wie lange du weg sein würdest und ich habe danach noch eine Verabredung mit Valkyrn. Jetzt ist es schon eine Verabredung? Aha. Leute, we're having a date. Das freut mich. Eine Verabredung? Yep. Er sah mich merkwürdig an. Ich wollte ihn so früh wie möglich in der Kantine treffen. In Ordnung. Nun gut. Da du das Formular bereits hast, lasse ich es dich in Ruhe ausfüllen. Ja. Aber als ich einen Blick auf das Formular warf, fiel mir auf, dass keine einzige Frage darauf stand. Kiro? Da steht ja gar nichts drauf. Das ist normal. Aber vorhin habt ihr mir doch einen Haufen Fragen gestellt. Ich verstehe nicht ganz. Es war dein erster Auftrag. Und obendrein noch ein sehr wichtiger. Wir haben dir Fragen gestellt, um dir zu zeigen, wie man bei so einem Bericht am besten vorgeht. Aber welche Fragestellung du behandelst und ob du dich für Mission der Stufe E anmeldest, bleibt dir überlassen. Das habt ihr mir aber nicht so erklärt. Ich dachte, es gibt immer eine Liste mit Fragen. Ach, wirklich? Tut mir leid, wenn das ein bisschen schwammig war. Je wichtiger die Missionen sind, desto mehr Zeit verwenden Ika und ich auf die Protokolle. Deine Mission bei den Kappas hatte Wichtigkeitsstufe B. Deshalb haben wir dir bei der Erstellung des Berichts geholfen. Okay, und bei welchen Wichtigkeitsstufen bekommt man Hilfe? Bei den Stufen A und B. Mit Berichten über Stufen D bis F musst du allein klarkommen. Und bei Stufe C helfen wir gelegentlich. Verstehe. Und wie gehe ich jetzt vor? Entschuldige, wenn ich nerve. Ich will's nur richtig machen. Du beschreibst, was du getan hast. Mit wem? Wie? Oh Gott, Bilder geht aus meinem Kopf. Was ist denn los heute Morgen? Und ob du noch irgendetwas anmerken möchtest. In Ordnung. Kiro ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder und lächelte mich an. Nur Mut, Valkyria. Du kriegst diesen Papierkram schon irgendwie auf die Reihe. In meinem Bericht beschrieb ich den Weg zum Strand, wie ich Valkyrn getroffen und er angeboten hatte, mich zu begleiten. Ich kramte angestrengt in meinem Gedächtnis, um auch ja jedes noch so kleine Detail zu rekonstruieren. Doch an einem Punkt zögerte ich. Sollte ich auch die Unterhaltung wiedergeben, die wir geführt hatten? Nach kurzer Überlegung entschied ich, dass diese Information für niemanden von Belang war. Dann kam ich zu dem Moment, als ich die Flaschenpost zu Wasser lassen wollte. Sollte ich meine Versunkenheit, mein Erstarren angesichts des Ozeans erwähnen?
die Angst, in die mich jene Wassermassen unversehens versetzt hatten? Ich grübelte. Meine Angst vor dem Wasser erwähnen oder meine Angst nicht erwähnen? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bleib einfach mal bei der Wahrheit. Weil irgendwann kommt es so oder so wieder raus. Ich tu's jetzt, so. Schließlich schilderte ich, was geschehen war. Ich sagte mir, dass ich versuchen sollte, so ehrlich wie möglich zu sein. Nun ist wohl alles erledigt. Was soll ich nun tun, Kero? Dasselbe wie letztes Mal. Den Bericht unterschreiben und mir geben. Ich verließ den Raum. Nun sollte ich zu Valkyrn zurück. Yay. Jetzt haben wir unser Date. Oder auch nicht. Oh, da ist Chrome. Ihn habe ich seit unserer Mission kaum gesehen. Alles klar? Nein. Was stimmt denn nicht? Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Lust darüber zu reden. Oh. Okay, also ihm schien es jetzt nicht allzu gut ergangen zu sein seit der Mission. Das ist natürlich etwas doof, aber... Als ich die Kantine betrat, erwartete er mich bereits. Oh. Oh, Valkyrn kritzelt etwas auf ein Blatt Papier. Was zeichnest du da? Nichts Besonderes. Er verstaute das Blatt in seiner Tasche, ehe ich einen Blick darauf werfen konnte. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Hast du? Wie lange warst du denn weg? Über eine Stunde, glaube ich. Der Bericht hat länger gedauert als erwartet. Ist mir gar nicht so lange vorgekommen. Umso besser. Es hätte mir echt leid getan, wenn du tatenlos herumgesessen und auf mich gewartet hättest. Womit möchtest du anfangen? Ich weiß nicht recht. Vorher wollte ich sowieso noch etwas fragen. Warum interessierst du dich plötzlich so brennend für mich? Was meinst du? Wir haben uns nie sehr nahe gestanden. Was nicht weiter ungewöhnlich ist, schließlich kenne ich dich noch nicht besonders lange. Und dennoch bist du mir gegenüber plötzlich so aufmerksam. Ach, das. Miiko hat Azeroth, Nephra und mich gebeten, ein Auge auf dich zu haben. Azeroth war besorgt, dass du infolge deiner Erlebnisse traumatisiert sein könntest. Ich sollte herausfinden, ob dem so ist. Verstehe. Also wieder nur ein Auftrag. Toll. Warum hast du so ein trauriges Gesicht? Naja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht, dass du dich nur deswegen für mich interessierst, weil man es dir aufgetragen hat. Ja, absolut. Das habe ich nicht gesagt. Sicher, ich habe dich überwacht. Aber ich hätte es genauso gut lassen können. Der einzige Grund war, dass ich mir ehrliche Sorgen um dich gemacht habe. Oh, ist das dein Ernst? Ich erweise niemandem einen Dienst, wenn mir nicht danach ist. Ganz gleich, welcher Gartenchef mich damit beauftragt. Verstehe. Nur bitte lüg mich in Zukunft nicht mehr an. Naja, angelogen hat er dich ja nicht. Er hat dir die Wahrheit gesagt. Ja, genau. Ich hab dich nicht angelogen. Du hast nicht gefragt. Du hast es vor mir verheimlicht. Und ich hasse es, wenn man Sachen vor mir verheimlicht. Na schön. Daraufhin begann ich stockend, ihm alles nach und nach zu erzählen. Wie ich am Ufer von einer Sekunde auf die andere gelähmt und abwesend gewesen war. Er ließ mich keine Sekunde lang aus den Augen. Ich fühlte mich regelrecht entblößt unter seinem Blick, der noch schärfer war als gewöhnlich. Er verlor mehr Worte, als ich es von ihm erwartet hatte, und erklärte mir ein weiteres Mal, dass es keinen Grund gab, mich für meine Ängste zu schämen, dass ich nur an Stärke gewinnen würde, wenn ich sie überwand, und dass er, was das anging, vollstes Vertrauen in mich habe. Ich wusste nicht, wie lange wir uns schon unterhielten, doch so langsam begann mein Magen zu knurren. Ich beschloss also, eines meiner bisher verborgenen Talente zu offenbaren. Ja, die Talente, die bei mir nicht vorhanden sind. Da wir jetzt schon über eine Stunde von nichts anderem reden als meiner Wasserphobie, was hältst du davon, wenn ich mich bei dir erkenntlich zeige, indem ich dir was zu essen anbiete? Da sage ich nicht nein. Ich musste meine Tagesration für Floppys Futter eintauschen. Warum denn das? Sie ist krank. Oh mein Gott. Und dann bist du hier? Ich verstehe. Ich hoffe, ihr geht's bald wieder besser.
Auf in die Speisekammer. Woohoo. Gehe in die Speisekammer. Das machen wir. Bei der Speisekammer angekommen, fiel mir auf, dass sie scharf bewacht wurde. Vorhin waren mir die Wachen, die vor den Regalen Patrouille liefen, gar nicht aufgefallen. Lebensmittel sind verschwunden. Ja, das Brot, aber das habe ich doch zurückgebracht. Nein, ich spreche von anderen. Noch mehr? Verstehe. Valkyria! Oh, Jamon, wie geht's dir? Gut, du gehen? Oh mein Gott, ist das süß, wenn er lacht. Gut. Übrigens, Jamon, danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Kein Danke. Evelyn alles gemacht. Das habe ich anders in Erinnerung. Also danke. Oh, ist das süß. Oh, wollen wir nicht doch Jamon lieber daten? Was machen Valkyria hier? Ich lade ihn zum Essen ein. Ich deutete hinter mich, während ich sprach. Du haben genug Rationen? Glaub schon. Schließlich habe ich meine Rationen die letzten Tage kaum oder gar nicht in Anspruch genommen. Ich nachsehen, okay? Ich bitte darum. Er zog ein Register im nebenliegenden Zimmer zu Rate und kam einen Moment später zurück. Du können nehmen essen. Du zeigen Jamon was nehmen. Kein Problem. Ich wandte mich an Valkyron. Hast du Lust auf irgendetwas Spezielles? Ich bin unkompliziert, wenn es ums Essen geht. Bist du sicher? Ja, immerhin bist du es, die mich einlädt. Da werde ich nicht wählerisch sein. Oh, na gut. Was soll ich ihm nur kochen? Fangen wir mit etwas Fleisch an. Außerdem glaube ich, hier irgendwo noch Kartoffeln gesehen zu haben. Darum kümmere ich mich später. So, das heißt, wir müssen jetzt Hackfleisch finden und dann finde die nötigen Zutaten in der Speisekammer und bereite dann in der Küche das Essen zu. Da würde ich glaube ich... Okay, hier ist was. Rohes Hackfleisch. Da kann ich nochmal reinklicken. Achso, nee, kann ich nicht. Kartoffeln. Ich habe Fleisch, Kartoffeln. Fehlt noch etwas zum Würzen. Jamon, kann ich das alles mitnehmen? Ja. Super. Dann können wir, glaube ich, zurück in die Kantine. Kantine, schön. Hä, hey, aber du brauchst doch noch was zum Würzen, oder nicht? Hast du nicht eben noch gesagt, du brauchst noch was zum Würzen? Oder finden wir das hier? Was wollte ich nochmal? Ach ja, Gewürze. Und Küchenutensilien. Ach, okay. Hier ist was. Das waren die Gewürze. Und... Sehr gut. Nun habe ich die Gewürze, die Küchenutensilien... Am besten, ich breite alles auf einem der Tische aus und überlege mir ein Rezept.